So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Pro Street. Heute geht's weiter mit der Karriere und wir sind nicht an dem gleichen Punkt, wo wir stehen geblieben sind. Grund dafür war eine Fail-Aufnahme. Ich habe aber nur zwei Rennen gefahren, bei denen ihr nicht dabei wart, ansonsten habe ich nichts gemacht. Um ehrlich zu sein, eins habe ich verkackt, das andere bin ich gefahren. Ja, das ist hier die Super Promotion und wir werden hier unser Bestes geben. Und ich mache direkt am Anfang die Rennen, die ich kann, nämlich die Drift-Rennen, weil die Grip-Rennen sind extrem schwer. So, ich hoffe, der Sound passt jetzt, weil irgendwie haben sich in deinen Einstellungen meine Mikro-Einstellungen zurückgesetzt. Der Hintergrundsound kommt mir fast ein wenig zu leise vor. Ihr könnt mir aber gerne in den Kommentaren schreiben, ob es wirklich zu leise ist oder ob es in Ordnung geht. Die Viper hat einfach... Fuck. Die Viper ist einfach kein Auto zum Driften. Ich habe ein paar coole Tipps bekommen, was Autos anbelangt. Ich danke dir schon mal für diese Tipps. Mir wurde von diesem netten Herrn oder der netten Dame, ich weiß nicht, ich gehe jetzt mal aus, dass du ein Herr bist, hat mir gesagt, dass ich mit der Chevy, die ich momentan habe, mein Mikro an. Ja, das wäre jetzt scheiße, wenn diesmal mein Mikro ganz aus wäre. Ja, dass ich mit der Chevy später Probleme kriegen könnte bei Rio. Und das wäre natürlich gar nicht gut. Deshalb fände ich es ganz klasse, ob du mir in die Kommentare schreiben könntest, ob ich mit einem Dodge Charger weniger Probleme hätte. Oder ob das mit dem auch nicht so der Hit wäre. Weil dann hole ich mir auch noch einen Charger. Und ja. Beim... Alter, ich... Eck hier wirklich überall an, wo es gerade geht. Ja. Das war Skill. War rückwärts. Und fürs Driften werde ich mir auch noch mal ein Auto kaufen, weil, na, der muss den Grimm hier haben. Nee. Ich werde mir wahrscheinlich einen RX-7 kaufen zum Driften oder einen RX-8. Ein RX-7 hatte ich schon mal und der ist richtig, richtig, richtig fett zum Driften. Der kommt überall rum. Mit dem kann man es richtig gut machen. Es tönt jetzt auch zweideutig, aber egal. Mit der... naja, der RX-7 hat einfach extrem Dampf. Also, er braucht... Ja, genau, genau. Ich sagte noch, ich kann driften. Arschlecken. So, nicht mein Mikro draufstampfen. Gut, dann... heute spielen wir immer noch mit Controller. Ich hoffe, das letzte Mal... ja, wobei, nee. Ich werde heute nicht mehr so eine Riesenaufnahme machen. Ich werde wahrscheinlich eine Stunde aufnehmen, wenn ich daran denke. Rechtzeitig aufzuhören. So, komm, rum. Nicht anecken. Alter, ist die Dodge Viper schwerfällig. Ja, gib mir kein Nitro Drift, geht klar. Der wird gut, der wird gut, der wird gut, der wird sehr gut. So, damit sollten wir es schon im Sack haben eigentlich. Genau, ich habe ein paar Autotipps bekommen. Zum Drag, also zum Grip, werde ich meinen Subaru definitiv verkaufen, weil der ist nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Er ist zwar gelb, aber... Naja. Und der Typ hat vollkommen richtig geraten. Ich werde mir einen Nissan Skyline holen. Und den, wenn, also
entweder einen Nissan GT-R oder einen Skyline. Wenn ich mir einen Skyline hole, werde ich den im Fast and the Furious Look lackieren und tune natürlich, weil ich habe mir in letzter Zeit alle Teile nochmal reingehauen und es ist einfach richtig geil. Bald kommt der sechste Teil ins Kino, also beziehungsweise dieses Jahr ist er angekündigt. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wann der erscheinen sollte? Weil den gehe ich garantiert schauen. Ich bin ein richtig großer Fast and the Furious Fan. Genau. Ich muss mich hier ein wenig konzentrieren, weil ich hier nicht verkacken will schon wieder. Das Auto tut mir richtig leid. Das sieht aus wie durch den Fleischwolf gedreht. Aber ja, ich kann nichts dafür, dass die Dodge nicht aus dem Peppen kommt. Die will nicht quer gehen. Also beziehungsweise sie will quer gehen, aber sie ist schwerfällig. Genau. So, ein bisschen mit der Wand arbeiten. Like a boss. Vor der Ziellinie stehen geblieben. Gut. Ich wollte mir ein Thema raussuchen, worüber ich quatschen kann. Scheiße. Gut. Speed Challenge. Dodge Viper oder... Ja. Dodge Viper. Gut. Ich habe es im Infovideo schon gesagt. Ich habe mir ein paar PC-Teile bestellt. Einmal ein Netzteil, einmal ein Lenkrad und einmal eine Tastatur. Wenn das Lenkrad noch ankommt, bevor das Let's Play hier beendet ist, werde ich das Let's Play hier mit dem Lenkrad spielen. Es ist ein G... Bremst nicht! G25er Logitech Lenkrad. Also richtig geil. Und wenn ich mit dem dann spiele, werde ich hier alles auf, also manuell schalten. Werde ich alles hier selbst schalten. Weil es kommt dann einfach geiler rüber. Also... Es ist einerseits für mich, das Fahrfeeling ist geiler und dann kann mir hier dieser beknackte Automat nicht mal reinfummeln, weil deswegen, wir fahren viel zu untertourig. Und was ich, ja genau, zieh rüber, was ich nicht verstehe, dass man hier mitten auf einer Geraden, also beziehungsweise in einer schnellen Kurve, einfach mal auf die Bremse steigt. Den verstehe ich nicht. Und die Speed Challenge Rennen, nein, sind immer extrem schwer. Weil, ja, bremst einfach mal. Weil hier ist der Gummiband-Effekt eingebaut, like a boss. So, komm, küss Laterne. Au. Ja, ihr seht hier den Gummiband-Effekt. Eigentlich sollte dieser Skyline da vorne eine Viper nicht abhauen. So, fahren wir ein bisschen Windschatten. Ja, gib Nitro und Bremse, mein Freund. Das ist eine super Kombination. So, komm, ich will ran mit deinem Windschatten fahren, Amigo. Oder so. Und mit Lenker kann ich ihn hier auch präziser lenken. So. Genau, Bremse. Ich bin jetzt ein klein wenig stiller, weil wie gesagt, hier
Vor allem diese Rennen hier fordern extreme Konzentration, damit ich hier nicht irgendwo im Gestrüpp lande. So, komm, Windschatten ranziehen. Vierter will ich werden. Ja. Wer mir hier erklärt, dass hier kein Gummibandeffekt drin ist, den der gehört geschlagen. Weil hier ist ein Gummibandeffekt eingebaut, wie sonst nirgendwo. Ich teste jetzt trotzdem mal den Skyline. Ja. Weniger Power. Und naja, über das Tuning lässt sich streiten. So, treiben wir den Turbo ein bisschen hoch. So, und jetzt ranziehen. Ranziehen, ranziehen, ranziehen. So, erster, mein Freund. Er zieht wirklich gut. Kann ich nicht klagen. Der Skyline zieht sehr gut. Weil ich von dem hier ausgebremst wurde. Ja, fahr noch unter, Tudiger. Sag mal, geht's noch? Ja, genau. Ich streif ihn. Leichter Schaden. Mit Schatten fahren. Beschleunige oder...